Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge American Truck Simulator. Hier heute mit dem schönen W900. Ja, wir sind im ATS unterwegs und wollen heute ein bisschen das neue DLC durchfahren. Und ja, Kansas ist released worden, ihr seht es. Genau, das wollen wir jetzt ein bisschen gucken, wie das gestaltet wurde, und würden jetzt dafür einfach mal hier in Kansas City die erste Fracht annehmen, die ich jetzt auch fahre. Ich habe das Spiel eben erst geholt am Samstagmittag und auch das neue Landwirtschaftsmaschinen-DLC, was es ja jetzt auch gibt im ATS, sodass man da auch neue Frachten fahren kann. Denn Kansas hat natürlich eine sehr große landwirtschaftliche Industrie. So. Dann wollen wir mal hier den Trailer ankoppeln. Falls uns das gelingt. Ja, gelingt uns. Ich habe hier, glaube ich, auch Aufsatteln für Erfahrene. Man muss also schon relativ gerade stehen mit dem LKW, um dann den Trailer auch anzukoppeln. Ich hoffe, der LKW ist nicht zu laut. Ich habe die Sounds noch ein bisschen runtergeregelt, aber man soll natürlich auch ein bisschen davon hören. Nicht nur von meiner bezaubernden Stimme, sondern auch natürlich von dem schönen Sound des LKWs. So, dann gucken wir mal, von wo nach wo es heute geht. Also, wie schon gesagt, wir sind heute in Kansas City unterwegs und fahren dann über Pittsburgh runter nach Oklahoma, nach Tulsa, und haben dann damit die erste gültige Fahrt für das Event absolviert. Wir können nochmal ganz kurz zu Beginn gucken. Also es gibt das neue World of Trucks Event, Kurs in Kansas. Insgesamt 14 Städte. Kansas hat genau 14 Städte. Das heißt, jede neue Stadt in Kansas einmal anfahren oder einmal von einer Stadt eine Fracht wegbringen. Und die Tour muss immer mindestens 100 Meilen lang sein. Muss natürlich ein World of Trucks Auftrag im ATS sein. Ihr guckt also dann bei externen Aufträgen. Und könnt natürlich auch nochmal im Logbook gucken, von wo nach wo ihr schon gefahren seid. Ich empfehle aber trotzdem immer, euch einfach die Strecke einmal kurz aufzuschreiben und einen Haken dahinter zu machen, wenn ihr eine Stadt dann abgefahren habt. Und das Ganze geht dann noch bis zum 28. Januar, also habt ihr noch ordentlich lang Zeit, um das zu beenden. Und genau, dann erwarten euch einmal eine Sonnenblume zum Hinhängen in der Innenkabine und auch die Sonnenblumenlackierung für die LKW. Und dann würde ich sagen, wir fahren einfach mal los. Wir haben geladen 10 Tonnen Getreide. Das passt ja hier zum großen landwirtschaftlichen Staat, Bundesstaat, der durch seine Landwirtschaft als besonders hervorsticht. Okay. Und wenn wir dann die Ziele oder ich auch das Ziel erreicht habe, werde ich natürlich dann auch mal die neue Lackierung nutzen und auch die Sonnenblume zum Hinhängen. Jetzt muss man mal aufpassen, rechts, links. Klassiker. Man fährt natürlich direkt vom Gelände auf den Interstate, aber das müsste, glaube ich, rechts sein, ne? Der hat das ruhig auch gerade gesagt, hat die Left or Right gesagt. Wir fahren jetzt einfach mal links und gucken, was passiert. Ich glaube, links ist falsch, ne? Jetzt bin ich schon total verwirrt zu Anfang. Also, ja, Start aus der kalten Hose. Nee, rechts müssen wir fahren. Rechts, ne? Ja. Nochmal kurz zurücksetzen hier. Jetzt tut er mal kurz weg, ne? Das macht man natürlich nicht. Auf einer Autobahn oder hier im ATS auf einem Interstate oder Highway. Man fährt natürlich nicht nach hinten zum Rangieren. Man fährt immer nur nach vorne. Ach, jetzt haben wir wieder keinen Druck mehr. Ich habe ja hier auf dem Profil das so eingestellt, dass das Luftdrucksystem möglichst realistisch dargestellt wird. Mal gucken, wir warten jetzt noch ein bisschen. Wenn es jetzt zu lange dauert, dann stelle ich es kurz für die Fahrt wieder aus, weil man muss auch sagen, das ist, ja, es heißt zwar, dass es realistisch sein soll, aber das ist halt schon ein bisschen, sagen wir mal einfach nicht ganz so realistisch dargestellt, weil natürlich kann man schon ein paar Mal mehr bremsen, bevor der Luftdruck quasi in den Keller geht. Das ist hier immer relativ schnell erreicht. Naja, gut, dann haben wir noch ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, ich finde die Lackierung hier ganz schön.
vom W900. Ich werde natürlich auch die Mods wie immer dann in der Videobeschreibung verlinken. Noch mal kurz in die Kabine. Es piept immer noch. Ihr seht es auch hier. Wenn ihr das auch habt, dann werdet ihr es kennen. Das nervige Geräusch, ja. Die Luft, die Druckluft ist im Keller. Es ist noch nicht genug Druck aufgebaut. Erst wird die Nadel aus dem roten Bereich so langsam hochsteigt, sind wir dann bereit zu fahren. Es müsste aber jetzt gleich soweit sein. Und dann haben wir schöne 260 Meilen vor uns. Und hoffentlich dann ohne das Problem, dass wir zu wenig Luft haben. Wir warten jetzt noch ein bisschen länger, weil es ist, glaube ich, die Handbremse ist aktiviert. Die müssen wir jetzt erstmal lösen. Und zack, sind wir wieder, haben wir wieder zu wenig Luft. Und das ist das, was ich meine. Das ist natürlich ein bisschen arg unrealistisch. Ja, aber wir fahren jetzt los. Es funktioniert. Es piept noch ein bisschen. Aber jetzt ist auf jeden Fall genug Druck da. So, wenn euch das übrigens zu sehr stört mit der Druckluftsimulation während den Videos, dann schreibt es gerne mal rein. Ich kann das natürlich auch für die Videos dann jeweils deaktivieren. Aber ansonsten fahre ich mittlerweile wirklich mit allen Einstellungen, die man wählen kann. Also Strafen, Druckluftsimulation, Treibstoffverbrauch auch. Das Einzige, was ich deaktiviert habe auf sämtlichen Profilen, ist nach wie vor die Müdigkeitssimulation, weil auch das ist so ja nicht ganz richtig mit Lenk- und Ruhezeit. Das stimmt dem Realen eigentlich nicht. Da stimmt der Realität nicht überein, deswegen lasse ich das nach wie vor deaktiviert. Hier wieder große Werbetafel und hier dann so ein bisschen die Skyline von Kansas City. Ja, ist glaube ich ganz schön geworden. Ist kein allzu großer Bundesstaat. Auch flächenmäßig sieht man das im ATS ganz gut. Und deswegen auch in Anführungszeichen nur 11,99 €. Ich hätte trotzdem, dass man da ein bisschen mehr hätte verlangen können. Wie eigentlich wie immer, ja. Wenn SCS irgendwelche DLCs raushaut, bin ich prinzipiell immer zu günstig, aber gut. Also umso besser für unseren Geldbeutel. Wir haben auf jeden Fall da sehr, sehr fairen Preis und bekommen dann auch ein sehr schönes DLC. Ich habe mir schon einige Videos angeguckt. Grüße gehen raus an die Oberstirn Maximus, ne? Hab da auch beim letzten Livestream war ich dabei und habe mir da so ein bisschen was mal angeguckt. Aber trotzdem habe ich noch nicht alles gesehen und bin sehr überrascht auch, oder sehr gespannt, besser gesagt, auf das, was mich da noch so erwartet. Und vor allem auch auf die Secret Roads. Es soll ja einige geben. Bisher habe ich noch keine entdeckt. Das ist ja auch logischerweise die erste Fahrt, also kann ich auch keine entdeckt haben. Ja, ihr könnt mal gerne reinschreiben. Hier auch nochmal schön Kansas. Die Beschilderung. Ja, ich kann gerne mal reinschreiben. Habt ihr euch das Kansas DLC auch geholt oder wartet ihr vielleicht noch ein bisschen? Und habt ihr auch euch das neue Landwirtschafts-Maschinen-DLC geholt? Das gibt es, glaube ich, für 4,99 € auf Steam. Ich werde auch beides nochmal verlinken in der Videobeschreibung. Könnt ihr nochmal nachgucken. Ja. Auch wenn man es vielleicht nicht so häufig nutzen wird. Ich finde es aber ganz schön. Und ist natürlich eine weitere Unterstützung auf finanzielle Art für SCS. Schöner wäre es natürlich gewesen, man hätte da ein paar Lizenzen mit reingebracht. Wie zum Beispiel ja, Case oder John Deere. Die ja auch hier in den USA sehr viel verbreitet sind. Dass man da so ein bisschen, ja, einfach Lizenzen hast, was zum Anschauen. Gibt ja auch noch andere Hersteller, aber trotzdem nur ein, zwei Originalmarken wären schon schön gewesen. Aber ich glaube, das ist ja wie immer das Problem mit dem mit den Lizenzen und dem Lizenzrecht. Was natürlich auch mit sehr viel Kosten verbunden ist und mit sehr viel, ja, Kooperationsarbeit. Es können immer zwei Seiten dazu. Natürlich SCS auf der einen Seite, aber auch dann der Lizenzgeber auf der anderen Seite. So, dann wollen wir mal loscruisen. 65 schon eingeloggt. Mehr geht auch bei den externen Aufträgen nicht von World of Trucks. 75 dürfte man fahren. Muss man sich einfach mal vorstellen, wie man dann hier mit, ja, etwas weniger als 130 km/h entlang bläst. Das ist schon
ist schon eine sehr hohe Geschwindigkeit, ne, für einen LKW. Können wir uns bei uns gar nicht so vorstellen. Stellen Sie sich vor, die LKW kommen mit 120, 130 da angeblasen auf der Autobahn. Bin mir nicht so sicher, ob das in verschiedener Hinsicht ganz so gut wäre für den allgemeinen Straßenverkehr. Aber gut, haben hier bestes Wetter. Wir haben, was haben wir eigentlich uhrzeitmäßig? Aber wir haben jetzt Mittagszeit, 12 Uhr. Ich habe auch eine neue E-Mail erhalten, sehe ich gerade. Ja, es gibt ja auch ein neues Schadensmodell, respektive nicht Schadensmodell, sondern man kann jetzt, wenn der LKW beschädigt ist, gewisse einzelne Teile reparieren und andere weglassen. Ich habe auch im ETS 2 mittlerweile ein neues Profil angefangen, um auch diesen Gebrauchtwagenhändler ein bisschen in Anspruch zu nehmen, weil man natürlich, wenn man ein neues Spiel startet, am Anfang nicht so viel Geld hat, man trotzdem überdurchschnittlich gut bezahlt wird im Spiel für die Frachten und dann so nach 10, 11 Aufträgen, ne, wenn man gute Aufträge hat, kann man sich dann schon im Gebrauchtwagenmarkt den ersten eigenen LKW kaufen, der dann günstiger ist als beim Online-Händler, aber natürlich dann auch entweder nicht so gut ausgestattet ist oder schon sehr viele Kilometer auf dem Buckel hat oder halt auch teilweise schon arg beschädigt ist. Könnte man hier im ATS eigentlich auch mal probieren. Und dann kann man sich natürlich da mit diesem, oder kann man sich an diesem Gebrauchtwagenhändler sehr gut bedienen. Da macht er auch Sinn in meinen Augen. Und kann natürlich dann die LKWs peu à peu dann auch aufrüsten, nachrüsten und sich so gestalten, wie man sie haben möchte. Ja. Ist doch schön. Endlich mal wieder ATS. Das Video soll dann im Laufe der ersten Dezemberwoche kommen. Mal gucken. Vielleicht kommt es auch schon ein bisschen früher. Am Wochenende mal sehen, wie schnell ich es auch bearbeitet bekomme. Muss auch sagen, in nächster Zeit habe ich auch privat ein bisschen zu tun. An den wenigen Tagen, wo ich jetzt noch frei habe, momentan ist ja auch sehr große Weihnachtsmarktsaison. Also die Leute wollen wie verrückt auf die Weihnachtsmärkte und natürlich meistens dann in großen Gruppen mit dem Bus. Und deswegen sind jetzt momentan sehr viele Tagestouren oder auch mal Touren über zwei oder ein oder zwei Nächte. Das kann auch mal vorkommen. Also jetzt für den Dezember wird es wieder ein bisschen mehr, was also die langen Reisen angeht. Aber spätestens im Januar soll dann wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Und mit etwas Glück habe ich dann auch Ende Januar, Anfang Februar nochmal zwei Wochen Urlaub. Und dann ist auf jeden Fall auch wieder genug Zeit da, um sich dem Virtuellen zu widmen. Und bis dahin versuche ich das einfach, so gut es geht, hier zu pflegen. Und ich weiß ja auch, dass ihr mir da jetzt nicht so böse seid, wenn mal ein paar Tage kein Video kommt und dann sporadisch mal wieder eins erscheint. Und jetzt hier schon in Pittsburgh. Ich weiß nicht, ob das Pittsburgh ist, was man so in aller Munde immer hört oder was man so kennt. Muss ich jetzt mal gerade überlegen. Ich glaube, das ist ein anderes Pittsburgh. Aber so genau bin ich mir nicht sicher. Wenn ihr das besser wisst, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. So, ich habe auch schon gehört, bei uns im Discord, dass schon welche das Event abgeschlossen haben. Und das innerhalb eines Tages. Das ist natürlich auch eine Leistung. Gut, wie gesagt, die Touren müssen mindestens 100 Meilen sein. Das ist eigentlich nicht groß, wenn man es schafft, immer relativ kleine Touren zu bekommen und dann auch bei einer Tour zwei neue Städte zu verbinden. Dann hat man natürlich mit einer Tour zwei Fliegen geschlagen. Und dann sollte es auch relativ zügig gehen, aber ja, ich lasse mir da schon gerne Zeit. Das hier ist jetzt eine gute Länge für ein Video. Die nächste Tour kann dann aber schon gerne etwas länger werden. Also man kann dann auch von Kansas aus hoch nach Washington State fahren oder nach Texas runter oder nach Kalifornien, wo es ja auch ein neues oder einen dritten Teil der Überarbeitung geben wird demnächst. Wann das dann genau kommt, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass SCS schon gesagt hat, wann die Überarbeitung von Kalifornien Einzug hält, die dritte. Wenn ihr das vielleicht wisst, dann könnt ihr es gerne mal reinschreiben.
Hab da aber jetzt nicht so viel mitbekommen. Bekomme aber auch grundsätzlich nicht mehr jedes Detail so mit, muss ich gestehen. Weil ich mir auch die Twitch-Livestreams nicht mehr so angucke. Und eigentlich das meiste mir aus dem SCS-Software-Blog dann herausfische. Und ja, was dann auch meistens langt. Ne? Da ist eine sehr schöne Lackierung geworden hier. Also wie gesagt, alles im Steam Workshop erhältlich. Und es ist auch nach wie vor gut, dass da regelmäßig neuer Content erscheint. Ich finde es eigentlich sogar noch besser, wenn alle Mods im ATS und ETS 2 ausschließlich auf Steam Workshop hochgeladen werden dürften und dann irgendwie SCS da so ein bisschen die Hand drauf hält, so wie es halt im LS auch der Fall ist, was ihr da vielleicht auch schon kennt, und dass SCS die Mods dann auch prüft und die dann freigibt. Fände ich auf jeden Fall besser, würde es auch deutlich leichter machen für den Konvoi-Support, dass jeder auch relativ leicht die Mods findet und herunterladen kann. So, mal gucken. Ein bisschen Verkehr vor uns, aber es ist schön, dass ein bisschen Verkehr ist. Ob jetzt auch die Verkehrsdichte nicht verändert, sie ist standardmäßig hier auf 1 eingestellt. Könnte man auch mal ein bisschen hoch kurbeln. Aber ja, hier seht ihr schon auch die großen. So, das seien Weizen. Denke ich mal, Gerste, Weizen, Felder. Auf jeden Fall Getreide. Und da könnten wir bei der nächsten Fahrt auch mal gerne das neue Landmaschinen-DLC dann ja, benutzen. So, wer war jetzt als erstes da? Okay, der fährt. Der fährt auch. Also ich glaube, dass der rechts hier, der Kombi, als erstes da war. Dann müsste der als erstes fahren, dann wir und dann links die, weil wir waren ja früher da. Ja. Das ist bei uns gibt es sowas, glaube ich, nicht. Dass dann jede Richtung einen Stopp hat. Und das ist aber jetzt nicht rechts vor links oder so, wie es bei uns dann der Fall wäre, sondern der als erstes da ist, fährt auch als erstes. Ne? Kann ich mir aber auch bei sehr viel Verkehr aus beiden oder aus allen Richtungen auch sehr kompliziert und vor allem mal sehr spannend vorstellen. Ich weiß nicht immer, ob das so gut ist, aber auf so Kreuzungen, wo nicht so viel los ist, glaube ich, da ist es dann relativ übersichtlich. Da sollte es dann auch gut funktionieren. Wir werden überholt, dann können wir das auch mal gewähren. Bisschen vom Gas gehen. Ja. Ja. Und auch das hier bei so einem Modell wie dem W900 die Motorhaubenspiegel auch sehr nützlich sind. Was sind wir hier schon auf der U66? Ist das schon die U66? Ja. Mir ist gar nicht so genau aufgepasst. Mal kurz gucken. Ne, steht jetzt glaube ich schon nichts hier. Mal kurz die Map aufmachen im Großen. Also wir sind jetzt hier gerade Grenzübergang nach Oklahoma. Haben jetzt noch 95 Meilen vor uns. Das hier war nicht die 66. Ich weiß auch gar nicht, wo die überall entlang läuft. Ich glaube, wir hatten die auch schon mal im Spiel. Haben die auch im Spiel. Irgendwo hier ist, glaube ich, eine Geheimstrecke. Irgendwo hier runter, glaube ich, war das. Wo ein Teil der 66 abgebildet sein soll. Ist hier jetzt schon die 66 ist? Hier irgendwann oder so? Naja, mal gucken. Aber auf jeden Fall fahren wir jetzt nicht auf die 66. Ist aber da vorne so ein bisschen dargestellt. Ja. Auch hier wieder so eine Kreuzung, ne? Ist mal einspurig in alle Richtungen. Ja, also ich habe mir sagen lassen, wer als erstes am Stoppschild steht, der darf auch als erstes fahren. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon mal auch zu Problemen führen kann. Dass jemand sich dann irgendwie vordrängelt oder was auch immer. Naja. Gut. So. Aktuell haben wir ja sehr mit Chetir. Statt jetzt da? 80 oder irgendwas. Wir haben ja aktuell ist auch ein bisschen natürlich regionsabhängig mit sehr viel Schnee zu tun. Ja, bei uns hat es auch schon geschneit hier in Rheinland-Pfalz und Luxemburg. Kann man gerne schreiben, wie es bei euch ist. Ja, gibt es da schon etwas mehr Schnee, etwas weniger? Also wir fahren jetzt einfach. Ne, der Mustang fährt. Oder wollte fahren. Man hat dann gesehen, dass wir fahren.
ja, gelb lässt gelb vor, ne? Oder wie heißt das? So. Wollen wir mal das hier aufmachen. Und das müsste jetzt hier wieder so eine Dekostadt sein. Naja, auf jeden Fall haben wir momentan sehr viel Schneefall. Habe auch heute gelesen, das Bundesligaspiel Bayern gegen Union Berlin, das ja in München ausgetragen werden sollte, wurde abgesagt wegen zu viel Neuschnee. Also irgendwas mit 35 cm habe ich wohl gelesen. Ja, jahrelang gab es gefühlt keinen Schnee, jetzt gibt es auf einmal sehr viel. Finde ich auf jeden Fall gut, dass es Schnee gibt, aber auch wenn es dann zu arg schneit, ne, dass man dann hier gewisse Sachen einstellen muss oder so, dann ist es natürlich auch, ja, nicht unbedingt so cool. Ach, guck mal hier, alter Feuerwehrwagen. Go straight on. Ja, schön. Das sind solche Details. Da müsste man eigentlich noch mehr in der Außenperspektive jetzt hier fahren, durch diese Deko-Dörfer, um diese ganzen Details auch einzufangen. Doch, sehr schön. Wenn ihr im Rahmen des Cruising Kansas Events unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch gerne eure Fotos hochladen auf euren Social Media Plattformen, egal ob, ob X, wie das jetzt heißt, was vorher mal Twitter war, auf Facebook, auf Instagram. Ihr könnt dann gerne die Fotos hochladen und dann den Hashtag Cruising Kansas benutzen. Es war mal wieder schön, da auch in diesen Hashtag reinzugucken. Und wer unter diesem Hashtag alles Fotos gepostet hat, dann stehen ganz oft sehr, sehr schöne Bilder. Für alle LKW-Enthusiasten und vor allem jetzt auch hier in dem Fall natürlich für die ATS-Fans. Ja, ist eine sehr schöne Gelegenheit, um zu gucken, was die Community alles so Schönes auch vielleicht findet hier im neuen Kansas DLC. Wenn ihr auch schon neue Secret Worlds entdeckt habt, könnt ihr natürlich auch gerne mal reinschreiben, wo die dann liegen sollen. Ich denke mal, man wird bestimmt irgendwann im Laufe der nächsten Zeit auch man selbst auf solche Secret Worlds stoßen, wenn sich dann neue Passagen aktualisieren auf der Karte. Mal sehen auch, wann wir den nächsten ATS-Konvoi Livestream machen bei Maximus. Wollen wir momentan so viel machen. Wir hatten ja jetzt am Freitag den großen Geburtstagskonvoi der CML, der auch relativ gut abgelaufen ist im Großen und Ganzen. Gibt es noch die Rheinland-Pfalz 1:1 Map, die natürlich jetzt auch dann demnächst released wird und halt in den Startlöchern steht. Und natürlich Forza, ne? Race Day. Und dann ist schon sehr viel Zeit dann weg. Ne? Dann will man vielleicht nochmal hier und da ein bisschen ATS bringen. Und vielleicht schon mal ein anderes Spiel wieder bringen. Und dann ist natürlich die Zeit immer sehr knapp. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall noch ein ATS-Livestream kommen dieses Jahr. Genauso wie wir auch vorhaben. Ich sag jetzt mal nichts. Ich lasse euch jetzt einfach mal. Das soll ja auch eine kleine Überraschung werden. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was geplant, Maximus und ich. Und deswegen, ich sage jetzt einfach mal nichts, nicht, dass ich jetzt irgendwas verrate. Aber da bleibt mal gespannt, es soll noch ein bisschen was kommen. An kleinen Highlights. Aber ja, wie gesagt, also was ja schon bekannt ist, auch die 5000 Kilometer Tour. Aber ist mal die Frage, wann man das macht, ne? Weil momentan zur Weihnachtsmarktsaison bin ich auch viel an den Wochenenden weg. Und Maximus hat auch nicht immer so Zeit wegen Tochter. Und da muss man halt gucken. Man dann nimmt ja auch mal gerne was privat mit Freunden und so weiter. Deswegen, die Zeit ist jetzt gerade zum Moment ein bisschen knapp. Da müssen wir vielleicht überlegen, das eine oder andere auch mit in den Januar reinzunehmen. Da soll es auf jeden Fall vielerlei Hinsicht etwas ruhiger werden. Und ich glaube, Anfang Januar haben die meisten auch noch Weihnachtsferien. Die ersten Tage im Januar. So. Ja, mittlerweile wieder hier im Oklahoma DLC. Auch da habe ich noch nicht alle Strecken abgefahren. Generell auch im Moment ist es bei mir ein bisschen ruhiger geworden mit dem ATS. Nicht zuletzt auch wegen des neuen Spielstands im ETS 2, weil mich das auch jetzt sehr reizt, mich da nochmal hochzuarbeiten, von Null zu beginnen, ohne
auch Personal einzustellen, also wirklich alles alleine erwirtschaften und auch ohne Mods übrigens auf dem Spielstand unterwegs zu sein, also alles wirklich original SCS und ohne irgendwelche Hilfe. Ach, hier oben nochmal ein kommender Zug vorbei. Ja, aber wenn ich mir mal wieder den ATS hier so angucke, dann muss ich schon sagen, also landschaftlich auf jeden Fall der Vorreiter von beiden Spielen, wobei natürlich auch man sagen muss, dass die letzten DLCs im ETS 2, Road to the Black Sea, Iberia DLC und auch das neueste Westbalkans DLC sehr, sehr schön geworden sind. Landschaftlich, also da holt jetzt auch der ETS 2 langsam auf, aber im Gesamtpaket auch vor allem in der Diversität, in der Abwechslung der landschaftlichen Gestaltung ist der ATS doch deutlich vorne. Zumindest für mich, das ist ja auch eine subjektive Meinung, also kann ja vielleicht auch jemand anderes anders sehen, aber für mich ist es definitiv ganz klar ATS Nummer 1 im ersten Platz und dann ETS 2 dahinter. So, wir sind hier schon in Tulsa im Rockport, wie da so schön steht. Aber mal gucken. Ob irgendwo hier müssen wir dann auch abladen. Ja. Wieder keine Kontrolle. Check-in. Ja, perfekt. So. Da haben wir hier übrigens auch den Trailer von Load King. Auch das ist ja ein DLC. Es müsste, glaube ich, mittlerweile auch mal hier und da, wenn Steam-Sales sind, in etwas runtergesetzt sein. Auch das empfehle ich euch auf jeden Fall zu holen. Ist sehr schön geworden. Vor allem für, ja, so Getreide und alles, was man so in loser Form geht. Die sehr schöne Trailer ins Spiel gebracht. Also, ich glaube, ist ja nach wie vor der erste Original-Trailer-Hersteller im ATS. Also das, was ETS 2 momentan ja sehr stark im Kommen ist mit den ganzen Trailer-Lizenzen. Das ist das, was im ATS noch ein bisschen fehlt. Ne? Da ist noch zu so Originalherstellern, was Trailer und so angeht, ist es noch sehr mau. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, auch einige in den USA oder Nordamerika insgesamt, die Trailer herstellen, einige Marken. Was haben wir eigentlich jetzt an Uhrzeit? Ja. 6:30, mittlerweile wird es ja jetzt hier schon 4:30, ne? Ja, 4:30 bis 6:30. Mittlerweile wird es ja jetzt bei uns schon zu Hause um die Uhrzeit dann so gut, aber sicher dunkel werden. So, mal hier zum Rockport einbiegen und unsere Fracht dann erfolgreich abgeben und dann die erste Tour für das neue World of Trucks Event abgeschlossen haben. Ja, links. Mal gucken, wo sie uns Platz gelassen haben. Auch hier direkt hier links an der Seite. Und hier seht ihr auch einen Harvester, also ein Häcksler des neuen Landmaschinenpacks für die Frachten. Können wir uns gleich schon mal angucken. Erstmal die Fracht abgeben. Oh. Genau. Jetzt haben wir also 265 Meilen zurückgelegt von Kansas City nach Tulsa. Und können das hier auch nochmal begutachten. 1 von 14 ist mittlerweile dann erreicht. Ich mache einen Haken drunter bei meiner Liste und dann kann man beim nächsten Mal auch nochmal ein bisschen mehr hier reinfahren. Also ja, gibt ja noch ein bisschen was zu sehen. So, dann wollen wir nochmal ganz kurz einen Blick werfen jetzt hier auf den Häcksler, glaube ich, war das, ne? Ja. Ja, also, ja, schade ist natürlich, dass man hier jetzt keine Marken erkennen kann und das jetzt auch nicht unbedingt so hochauflösend dargestellt ist. Jetzt mal jetzt hier von der Sonnenseite noch ein bisschen besser. Ist also relativ stichgehalten. Kann aber noch ein bisschen was lesen hier, ne? Trotzdem, ja, ist auch so eine kleine Schmutztextur drauf, also so eine Abnutzungstextur. Ja, die Reifen sind ja schon ordentlich breit auf dem Ding. Hier. Werden schon so hoch sein wie ein Mensch, ne? Die Reifen. Naja,
Also sieht nicht schlecht aus ohne Schneidwerk. Das wird dann wahrscheinlich separat auch geliefert werden können. Das hier ist was anderes. Ja. Aber trotzdem sehr schön zu sehen. Also die stehen da noch überall rum, wenn man das DLC hat. Landmaschinen, auch hier ist vorne das Fenster ein bisschen vertreckt. Aber ja, schöner wäre es, wenn jetzt irgendwie hier John Deere oder Case draufstehen würde. Und das Ganze vielleicht noch ein bisschen hochauflösender dargestellt wäre. Ja. Ist jetzt ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber ja. Kann man sich trotzdem holen für 4,99 €. Ja. Ist das schon in Ordnung, wie ich finde. Aber dann, ja, war es mir eine Freude, mit euch gemeinsam wieder unterwegs zu sein hier im ATS. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ihr könnt auch gerne Anregungen da lassen, ein paar extra Wünsche. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Big Panda. Bye, bye.